Irma ist der erste atlantische Hurrikan, der eine Windgeschwindigkeit von 297 Kilometern pro Stunde für die Dauer von 37 Stunden erreicht hat. Schon seit Tagen wütet dieser stärkste Hurrikan aller Zeiten durch die Karibik und hat jetzt die USA erreicht. 6,3 Millionen Menschen müssen ihre Häuser in Florida verlassen. Das ist die größte Evakuierung in den USA, die es je gab. Und auf Irma sollen weitere Hurrikans folgen. Ist das jetzt schon eine direkte Auswirkung des Klimawandels? Und womit wir in naher Zukunft rechnen müssen, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, und Irma ist nicht die einzige Unwetterkatastrophe in diesen Tagen. Zeitgleich sterben in Indien Menschen an den Folgen des starken Monsuns. Hunderttausende kämpfen dort ums Überleben. Extreme Monsunregenfälle in Pakistan, Bangladesch und Indien haben in den letzten Wochen tausende Todesopfer gefordert. Nach Schätzungen sind bisher 2100 Menschen gestorben. 50 mal so viele wie durch den Hurrikan Harvey. Fachleute bezeichnen den Monsun als den verheerendsten seit vielen Jahren. Lebensmittel werden knapp und Krankheiten breiten sich aus. Eine absolute Katastrophe. Ja, und es gibt jedes Jahr natürlich diese Monsunzeit in Südostasien von etwa Juni bis September. Und ja, es gibt auch jedes Jahr Hurrikans über dem Atlantik. Doch die aktuelle weltweite Wetterlage scheint doch besonders extrem. Sind das also die direkten Auswirkungen des Klimawandels, vor denen Forschungsteams schon seit langem warnen? Expertinnen und Experten sagen, diese extreme Wetterlage zurzeit ist kein Zufall. Schon jetzt steht fest, der Hurrikan Irma wird in die Geschichtsbücher eingehen. Er ist der stärkste Hurrikan, der sich je in der Karibikregion über dem Atlantik gebildet hat. Kategorie 5, die höchste Stufe überhaupt. Irma ist wirklich ein Monstersturm. Der Wirbelsturm fegt mit kurzen Spitzengeschwindigkeiten sogar von geschätzten 370 Kilometern pro Stunde und hinterlässt Chaos und Verwüstung. Ganze Inseln stehen unter Wasser. Die Menschen versuchen verzweifelt, sich selbst irgendwie in Sicherheit zu bringen. 90% der Gebäude auf der Karibikinsel Barbuda beispielsweise sind zerstört, so schätzt die Regierung. An den südlichen Küstenregionen des amerikanischen Festlandes, wie beispielsweise Miami, sind Millionen evakuiert worden. Es herrscht seit Tagen Ausnahmezustand. Wie groß die Auswirkungen von Irma wirklich sein werden, ist bisher noch nicht abzuschätzen. Nur eins ist jetzt schon klar, es wird verheerend. So wie die bisherigen schlimmsten Wirbelstürme überhaupt in der Region Andrew und Katrina, die 1992 und 2005 für viele Opfer und gewaltige Schäden in Florida bzw. in der Karibik entlang des Golfs von Mexiko gesorgt hat. Von Hurrikan Harvey, der die südliche US-Ostküste entlanggezogen war, haben wir eins gelernt: Nicht die Windgeschwindigkeit alleine sagt etwas über das Gefahrenpotenzial des Tropensturms aus. Durch die langsame Rotation des Sturmes über das Meer wird Wasser aufgenommen, das sich dann als Regen über das Land ergießt und alles überschwemmt. Meteorologe Andreas Friedrich, Wirbelsturmbeauftragter des Deutschen Wetterdienstes, sagt auch Irma ein hohes Niederschlagspotenzial nach, was dann in Regionen mit hohem Gebirge zu Schlammlawinen und Erdrutschen führen könnte, als wären die starken Sturmböen noch nicht genug. Und das Verheerende an der ganzen Situation: nach Irma werden weitere heftige Hurrikans erwartet. Wir sind gerade mitten in der Hurrikansaison. Die Menschen in den betroffenen Gebieten also können alles andere als aufatmen. Fest steht, beide Ereignisse, Monsun und Hurrikan, haben erst einmal nichts miteinander zu tun. Es sind zwei unabhängige extreme Wetterereignisse und doch haben sie eines gemeinsam. Letztendlich sind sie auf wärmeres Meerwasser zurückzuführen. Die Temperaturen im Golf von Mexiko beispielsweise lagen in letzter Zeit bei 30 Grad Celsius und das ist weit über dem langjährigen Mittel. Und da sind sich alle Expertinnen und Experten einig, das warme Wasser begünstigt die Entstehung von Hurrikans extrem. Denn genauso wie die tropischen Wirbelstürme im Pazifischen und Indischen Ozean, also Taifune und Zyklone, entstehen sie durch die Verdunstung von viel Feuchtigkeit. Diese steigt bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius langsam in die Atmosphäre auf. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit wieder, das heißt, sie geht vom gasförmigen wieder in den flüssigen Zustand über. So wird die Wärmeenergie wieder an die Luftmassen abgegeben und das treibt den Sturm an. Die Energie der Wirbelstürme kommt also aus dem warmen Meer. Die ungewöhnliche Erwärmung des Meerwassers spricht also sehr für die Klimawandelthese. Durch das Verbrennen von Gas, Öl und Kohle steigt die Temperatur und liefert somit Energie für immer stärkere tropische Stürme. Und warmes Meerwasser sorgt auch für heftigen Starkregen. Der Monsun wird stärker, umso wärmer das Wasser im Indischen Ozean ist. Denn auch hier steigt dann viel Wasserdampf
in die Atmosphäre auf. Und genau das ist der Zusammenhang beider Ereignisse mit der globalen Erwärmung. Wissenschaftsteams sagen zwar, dass kein Hurrikan oder kein extremer Monsunregen allein auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Im Klartext, der Klimawandel ist nicht der direkte Verursacher dieser Stürme und des Regens, doch er verschlimmert ihre Intensität und somit auch ihre verheerenden Folgen. Viele Klimaforschungsteams und auch der Weltklimarat gehen also davon aus, dass es in Zukunft häufiger zu solchen todbringenden Monsterstürmen, also häufiger Wirbelstürmen der höchsten Kategorien wie Irma kommen wird. Manche Expertinnen und Experten sind noch pessimistischer und also haben noch eine schlechtere Vorhersage und befürchten durch den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zudem, dass auch die Anzahl solcher extremen Wetterlagen steigt. Die Klimaforschung selbst tut sich schwer damit, langfristige Prognosen abzugeben und vor allem Wetterprognosen abzugeben. Wie bei Krebs, also bei der Krankheit, ist das Einzelereignis nur selten ganz konkret der Ursache zuzuordnen. Aber wie wir bei Krebs wissen, dass zum Beispiel Asbest absolut gefährlich und tödlich ist, wissen wir beim Klimawandel, dass er extreme Wetterereignisse extremer macht. Für das Einzelereignis sind die Zusammenhänge aber viel zu komplex. So auch hier. Einige Expertinnen und Experten aus dem Bereich sehen zwar auch, dass die Meere durch den Klimawandel wärmer werden. Mit einer Erwärmung der Erde würden aber auch mehr Scherwinde erwartet, die die Bildung von Wirbelstürmen verhindern könnten. Demnach könnten steigende Temperaturen also tatsächlich die Zahl der Hurrikane vermindern, quasi als Hurrikanbremse fungieren. Sie stützen sich dabei auf Simulationen, die voraussagen, dass solche Scherwinde im Westatlantik zukünftig vermehrt auftreten werden. Sie entstehen durch unterschiedliche Geschwindigkeiten oder Richtungen von Winden, die sich in unterschiedlichen Höhen befinden. Diese hindern den Simulationen zufolge den Hurrikan bei seiner Entstehung oder schwächen ihn ab, wenn er sich bereits gebildet hat. Doch auch diese Vermutung stellt keinesfalls den wissenschaftlichen Konsens über die Realität des Klimawandels in Frage, betonen auch die beteiligten Forscher und Forscherinnen selbst. Zudem weiß man noch nicht, ob die Änderungen bei den Scherwinden die hurrikanfördernde Wirkung der ansteigenden Meerwassertemperatur aufhebt. Nicht zu vergessen, auch eine Zunahme der Scherwinde wäre eine Folge der globalen Erwärmung und damit Menschen gemacht. Zudem wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als uns an extreme Wetterlagen anzupassen. Auch hier in Europa, da haben wir inzwischen auch einige Megastürme und Extremwetterlagen erlebt. Heißt, sicherere Häuser bauen, Evakuierungsmaßnahmen optimieren und auch Warnsysteme ausbauen. Traurig aber wahr an dieser Sache, in Regionen um den Pazifik und den Indischen Ozean ist an solche Maßnahmen im Traum nicht zu denken, denn die Infrastruktur ist dort nicht mit der europäischen oder amerikanischen zu vergleichen. Es gibt andere drängende und existenzielle Probleme für die Menschen, die jeden Tag um ihr Überleben kämpfen. Die Menschen auf dem Inselstaat Haiti zum Beispiel, die noch vom letzten Hurrikan Matthew im Jahr 2016 und auch vom Bürgerkrieg geschwächt sind, sie leben, wenn überhaupt, in Hütten, die anders als Steinhäuser wirklich gar keinen Schutz bieten. Kein Geld also, um die Kette aus Vorhersagen, Warnungen und Evakuierungen zu optimieren. Extreme Wetterlagen führen in diesen Regionen schon deswegen regelmäßig zu deutlich mehr Opfern. Und wohin sollen Bewohner einer Insel flüchten? An vielen Orten dieser Welt gibt es also gar keine Möglichkeit, sich vor solchen Katastrophen in Sicherheit zu bringen, selbst wenn sie lange zuvor abzusehen sind. Umso wichtiger also für uns, für die Industrienationen selbst aktiv zu werden und weiter konkret an den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens zu arbeiten. Hier bei Klicksum halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video zum Thema Klimawandel und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Hier geht es weiter und ich muss es nochmal sagen mit Was interessiert mich das Klima? Responsive Folge 05. Da sprechen der Klimaforscher Mujib Latif und ich über den Klimawandel. Ein richtig gutes Video der Bundeszentrale für politische Bildung. Auf keinen Fall verpassen und draufklicken. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.